Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße auch unsere YouTube-Gemeinschaft. Vielleicht habt ihr uns letzte Woche vermisst. Da hatten wir einen Gebets- und Lobpreisgottesdienst, der nicht aufgenommen wurde. Und jetzt sind wir wieder da. Und ich möchte gleich am Anfang erstmal beten, denn ohne Gottes Hilfe kriege ich das sowieso nicht hin. Oh Vater, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir für deine Gegenwart hier an diesem Ort. Ich danke dir für den wunderbaren Lobpreis. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedes Herz aufmachst für deine Botschaft. Und ich bete, dass du mir den Mund füllst mit dem, was du heute sagen möchtest. Hilf uns zu verstehen, was der Geist Gottes jedem Einzelnen sagen möchte. Und hilf mir, das so auszudrücken, dass es ankommt in Jesu Namen. Dir sei alle Ehre. Amen. Ich möchte euch heute ein paar Modetipps von Paulus weitergeben. Wir hatten letztes Mal ja über die Waffenrüstung gesprochen. Das war auch ein toller Modetipp. Aber unter so einer Waffenrüstung muss man ja was drunter ziehen. Weil sonst reibt das und scheuert das und sieht auch nicht so toll aus. Also die Soldaten, die Krieger, die haben unter ihrer Rüstung schon auch noch was drunter. Und auch wir sollten unter unserer Rüstung etwas drunter haben. Und keine Angst an alle, es geht nicht um knielange Röcke und bis hier oben hin zugeknöpft. Es geht auch nicht um Kopftücher oder um welche Schuhe wir tragen. Nein, es geht um unsere geistige Bekleidung. Denn die ist so viel wichtiger, als wie wir uns äußerlich kleiden. Wir nehmen uns sehr viel Mühe, uns körperlich gut anzuziehen. Ja? Und ja, ich bin auch nicht dafür, dass man in der Weltgeschichte rumrennt und mehr aus hat, als man anhat, wenn es heiß ist. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht hier darum, was wir an geistigen Dingen angezogen haben. Und es geht um den Kolosser 3. Und ich habe das aus zwei verschiedenen Übersetzungen. Einmal aus der Schlachter und einmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Es geht im Kolosser 3 eigentlich ab Vers 5 darum, wie wir nicht mehr leben sollten, was wir nicht mehr tun sollten. Also Boshaftigkeiten, wie die alte Welt lebt, wie wir früher auch gelebt haben. Und Paulus sagt, hey, das wollen wir nicht mehr. Wir sollten nicht mehr so sein, wie wir früher gewesen sind, wo wir jeder einzelnen Begierde nachgegangen sind, ob es jetzt Hurerei ist, Völlerei, Geldgier oder was auch immer, das sollten wir nicht mehr tun. Und dann geht es weiter um etwas, was uns eigentlich noch schwerer fällt als nicht mehr mit jedem ins Bett zu gehen, nicht mehr zu klauen, keine Banken mehr zu überfallen. Das fällt uns eigentlich meistens relativ leicht. Wir lassen das mit dem Morden und dem Plündern und so weiter gerne sein. Das ist nicht so schwierig, also zumindest für uns nicht. Es gibt Leute, für die ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, je nachdem, wo du aufgewachsen bist und wie dein Hintergrund ist, wo das so vielleicht normal war, Drogensucht und so weiter. Aber jetzt kommt ein bisschen was Schwierigeres in Kolosser 3, 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Oder auch, wie das die Genfer ausdrückt, doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines oder obszönes Wort soll über eure Lippen kommen. Da geht es doch ein bisschen ans Eingemachte. Das ist uns vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Und wenn wir den Jakobusbrief lesen, dann wissen wir, dass unsere Zunge voller Bosheit ist, dass unsere Zunge fast nicht zu zähmen ist. Trotzdem sagt Paulus, hey Leute, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass ihr nicht nur die äußerlichen Dinge nicht mehr macht, sondern dass ihr auch diese Sachen nicht mehr aussprecht. Dass ihr nicht mehr dauernd wütend seid. Dass ihr nicht mehr dauernd zornig seid.
dass er nicht dauernd irgendwelche Leute verlästert. Ach, lästern macht doch so einen Spaß. Es ist doch so lustig. Ich liebe es. Also mein Fleisch liebt es. Das ist was, wo ich wirklich aufpassen muss. Ja? Wenn man so bei der Arbeit ist und irgendjemand hat sich wieder so ein dickes Ding geleistet. Ach, das ist doch so lustig, wenn man da so mal ein paar blöde Sprüche darüber macht. Das ist aber ein Lästern. Das ist nicht so gesund, ja? Verleumdung. Ah, wir erzählen doch ganz gerne mal irgendwas ein bisschen übertrieben über die Regierung oder über die da oben. Weil die da oben machen ja sowieso alles falsch, ja? Wer auch immer die da oben sind, ja? Das ist was, was schwieriger sein zu lassen ist als Banküberfälle. Verleumden. Einfach etwas ein bisschen übertreiben. Einfach etwas weitergeben, was wir im Internet gelesen haben, aber überhaupt nicht überprüfen können. Ja? Also es gibt diese ganze, momentan ja ganz viel davon, ja? Diese ganze Fake News, diese ganze Corona-Geschichte, ja, wer wo was falsch gemacht hat. Aber es gibt genügend andere Fake News auch noch, die nichts mit Corona zu tun haben. Und das muss auch nicht unbedingt im Internet stehen. Ja? Es reicht, ach, der und der kommt immer zu spät auf die Arbeit. Und die geht immer früher, zum Beispiel. Ja? Würdest du wirklich nachfragen, dann wüsstest du, dass die und die später kommt, weil ihr Zug einfach nicht rechtzeitig ankommt und weil sie außerhalb wohnt und wenn sie pünktlich kommen würde, müsste sie eine halbe Stunde vorher da sein. Und deswegen hat sie mit dem Chef abgemacht, übrigens, ich komme 5 Minuten später. Und vielleicht geht sie auch aus dem gleichen Grund früher. Vielleicht muss sie auch noch ihr Kind abholen und kann deswegen nicht bis zum Ende bleiben. Wir wissen das nicht. Aber es ist so viel einfacher, über diese Person zu lästern oder sich darüber zu beschweren, als mal nachzufragen. Oder auch, warum macht unser Chef dieses oder das oder jenes? Oder warum macht unsere Regierung dieses oder das oder jenes? Wir werden wütend, wir werden aufbrausend, wir werden zornig. Und Paulus sagt, das sollen wir ablegen. Ist also was, was der Heilige Geist nicht mit uns tut. Das müssen wir tun. Wir müssen selber aktiv diese Dinge ablegen. Und Paulus vergleicht es mit einer Kleidung. Im nächsten Vers geht es nämlich weiter. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Die Genfer sagt, belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Hier geht es um was anzuziehen und was auszuziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich morgens vorm Kleiderschrank stehe und mich bekleiden will, dann reicht es nicht, mich einfach nur dahin zu stellen und zu sagen, mach du mal. Die Kleidung springt mir nicht aus dem Schrank gegenüber und stülpt sich über meinen Kopf. Das tut die nicht. Ja? Auch die Schuhe, so unbequem das ist, sich zu bücken. Ich muss sie selber anziehen. Und genauso ist das mit dieser Kleidung, mit dieser geistigen Kleidung. Wir müssen das aktiv tun. Und der Heilige Geist möchte uns gerne dabei helfen. Aber er wird es nicht für uns machen. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir dürfen alles falsch machen. Gott liebt uns trotzdem. Aber ist das dann noch ein Wandel nach dem Willen Gottes? Nein. Wir haben den alten Menschen ausgezogen. Das ist etwas, was wir tun müssen, wenn wir uns bekehren, wenn wir zu Gott kommen, dann ziehen wir diesen alten Menschen aus. Ja, an anderer Stelle steht, dass der mit Christus gestorben ist. Möchtest du eine Leiche an dir tragen? Möchtest du diese Leiche des alten Menschen den Rest deines Lebens auf dem Buckel rumtragen? Ich nicht.
Weil der fängt an zu stinken. Und überhaupt, ja, ich kriege doch einen neuen. Ich kriege doch einen neuen. Und der Neue, der ist nach dem Ebenbild dessen geschaffen, der ihn geschaffen hat. Unsere neue Natur ist wie Jesus. Das müssen wir natürlich noch ein bisschen ausarbeiten, ja? Aber grundsätzlich, wenn wir wiedergeboren werden, werden wir nach dem Bild Jesu Christi wiedergeboren. Und das ziehen wir an, täglich. Das ist etwas, wo wir aktiv sagen müssen, ja, das bin ich jetzt. Ich bin nicht mehr die Lügnerin von früher. Ich bin nicht mehr der Betrüger von früher. Ich bin nicht mehr diejenige, die überall nach Komplimenten gefischt hat. Ich bin nicht mehr diejenige, die mal eben was mitgehen lassen hat, weil es mir gefallen hat. Ich bin nicht mehr diejenige, die so einen Ausschnitt tragen musste, damit ich beachtet wurde. Ja? Ich bin das nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr machen. Nicht, ich darf das nicht mehr machen. Der alte Mensch sagt, ich darf das nicht. Und das ist Religion. Religion heißt, du darfst das nicht mehr machen, du darfst das nicht mehr machen, du darfst das nicht mehr machen. Aber bekehrt sein ist was anderes. Wiedergeboren sein ist, ich muss das nicht mehr. Ich meine, ehrlich gesagt, das hat auch nicht wirklich viel Spaß gemacht. Weil das ganze schlechte Gewissen, die ganze Unsicherheit, die ganze Angst davor erwischt zu werden und dieses ständige Beweisen zu müssen, wie cool ich bin, das brauche ich alles nicht mehr. Ich habe einen neuen Menschen angezogen und dieser neue Mensch ist Christus ähnlich. Und Christus lügt nicht, oder? Jesus hat manchmal echt krasse Sachen gesagt, aber gelogen hat er nicht. Und da geht es auch um die Masken, die wir tragen. Ja? Da geht es nicht nur darum, dass ich jetzt jemandem glatt ins Gesicht lüge, nein, ich habe dich nicht gehört gestern, als du mich gerufen hast. Nein, ich habe komplett nicht gewusst, dass ich noch Geld von dir habe. Ja? Oder nein, warte mal, nein, ach, das habe ich komplett vergessen. Ja? Darum geht es noch nicht mal. Auch, darum geht es auch, ja. Oder wenn wir unserem Chef sagen, nein, ich bin krank, ich komme nicht auf die Arbeit und eigentlich habe ich einfach was anderes vor. Ja? Wenn wir in unserer Steuererklärung lügen, tja, wenn wir schwarz fahren und. Das sind klare Lügen. Und es gibt ganz selten wirklich echte Notlügen. Ja? Also wenn du einen Juden in deinem Schrank versteckt hast und die Gestapo kommt, dann darfst du lügen. Ja? Wenn du ein verfolgter Christ bist und die fragen dich, hast du eine Bibel und du sagst, nein, dann darfst du lügen. Aber das ist nicht das, womit wir unsere Notlügen rechtfertigen. Unsere Notlügen sind meistens nur, wir sind zu faul oder zu bequem oder zu feige zuzugeben, was wirklich los ist. Ne? Aber dann gibt es auch noch so diese Lebenslügen, diese Masken. Ach, mir geht's gut. Ja? Alles in Ordnung. Ich bin geheilt durch die Striemen, die Jesus trug. Ja, bist du, theoretisch. Ja? Aber wenn du krank bist, dann darfst du auch mal sagen, bitte betet für mich. Ich bin krank, mir geht's nicht gut. Wenn du traurig bist, dann darfst du auch mal deine Freunde anrufen und sagen, betet für mich, tröstet mich. Wenn du ein Problem hast, darfst du um Hilfe bitten. Du musst nicht immer so diese Maske von, ich bin ja so super stark, tragen. Ja? Auch Gott gegenüber nicht. Und vor allem nicht deinen Geschwistern gegenüber, weil das ist Heuchelei. Ja? Und es ist Menschenfurcht, weil du hast Angst, dass die dich nicht mehr so lieb haben, dass die dich nicht mehr so toll finden, wenn sie merken, hey, du bist ein Mensch. Mir hat mal tatsächlich unser früherer Leiter aus Afrika gesagt, wenn ich leite, darf ich keine Schwächen mehr zugeben. Ja, ich muss immer stark sein. Ich darf nichts falsch machen. Und wenn ich was falsch gemacht habe, darf ich das nicht zugeben. Ich muss immer stark sein. Sorry mal, Paulus sagt, er rühmt sich seiner Schwäche. Ja? Paulus hat überhaupt kein Problem damit, seine Schwächen zuzugeben. Und ich denke mal, der war so ein ziemlich guter Leiter. Also wenn ich erstmal da dran komme, dann bin ich froh. Ja? Also diese ganze Show, die wir oft abziehen,
Sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie, sei es, wenn wir unterwegs sind, sei es, wenn wir auf der Arbeitsstelle sind. Das ist eigentlich eine Lebenslüge. Ja? Und wir brauchen uns auch nicht selber anzulügen. Das machen wir auch gern, oder? Ach, das ist alles in Ordnung. Alles okay. Macht doch nichts. Das hat mir jetzt alles nichts ausgemacht. Innen drin tut es weh, aber du willst es nicht zugeben. Eigentlich bin ich jetzt total überfordert. Aber die Chefin will, dass ich das jetzt noch mache. Also mache ich das. Ja, das ist ein Lernprozess. Wir müssen lernen, einfach wirklich ehrlich auch mit uns selber zu sein und auch mal sagen zu können, ja, ich könnte das jetzt tun, aber nein, wenn ich das jetzt tue, dann bin ich am Ende. Dann sorge ich nicht mehr für mich. Ja, auch das ist, man kann sich ganz gut selber in die Tasche lügen und sich einbilden, alles ist gut, ich schaffe das, ich kann diesen ganzen Anforderungen, schaffe ich alles. Und irgendwann macht es einen großen Rappel. Also, lügt einander nicht mehr an. Jetzt wird es nochmal spannend. In Vers 11. Also, nein, Vers 10 nochmal. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Es klingt ein bisschen holprig auf der Schlachter. Den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Das ist das Ziel. Das ist Kolosser, immer noch Kolosser 3,10. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Wir werden fortwährend erneuert und werden durch diese Erneuerung Gott immer ähnlicher, Jesus immer ähnlicher. Das ist ein Prozess. Ja, glaub nicht, du ziehst den alten Menschen einmal aus, sagst, ich beschließe jetzt, ich bin gestorben durch Christus und jetzt bin ich genauso wie Jesus. Es gibt vielleicht Leute, die schaffen das. Aber realistischer oder normaler ist es, dass das ein Prozess ist. Eine Erneuerung. Ja? Gott sagt, erneuert eure Gedanken fortlaufend. Kommt immer wieder was Neues. Und immer wieder musst du so eine alte Schale von dir, so eine Zwiebelschale ablegen, wo du wieder merkst, das war jetzt doch wieder der alte Mensch. Der alte Adam, wie man so schön sagt, die alte Eva. Ja? Der hat da wieder gequietscht. Jetzt bin ich doch mal wieder irgendwie pampig geworden meinem Chef gegenüber. Ups. Ja, noch eine Schicht ab. Und dann gehst du hin und entschuldigst dich und dadurch ziehst du die neue Schicht an. Ja, Zwiebelkleidung. Ja, immer wieder. Das wird immer wieder mehr. Und je mehr du Gott erkennst und je mehr du Jesus erkennst, und erkennen ist nicht einfach was intellektuell verstehen. Das Wort erkennen in der Bibel heißt intime Gemeinschaft haben. Das ist viel mehr als verstehen. Das geht Richtung Intimität in der Ehe. Ja, dafür lernt man sich sehr, sehr gut kennen. Ja, aber das ist nicht nur sexuell, das ist überhaupt Intimität. Viele Leute denken, Sexualität ist Intimität. Es ist es nicht. Ja? Intimität kann auch tiefes Gespräch sein. Und Sexualität kann komplett ohne Intimität sein. Ja. Also, mit Gott intim sein, heißt nicht, mit Jesus ins Bett gehen. Wusstet ihr das? Ja, es gab da mal so eine Sekte, die hat das praktiziert und das war echt gruselig. Ich habe jemanden kennengelernt, der das getan hat und ich dachte so, nein, das meint das nicht, ja? Sondern einfach wirklich eine enge, tiefe Freundschaft mit jemandem haben, eine tiefe Verbindung mit jemandem haben. Das ist Intimität und das ist das, was hier geschieht, wenn wir wirklich mit Gott Gemeinschaft haben, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Dann werden wir ihm immer ähnlicher. Und dann sehen wir immer mehr aus wie Jesus. Also nicht mit Bart und so, sondern innerlich. Und wir handeln immer mehr so. Es ist noch was ganz Spannendes in Vers 11, was diesen neuen Menschen betrifft, so spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger.
Wow. Es ist also eigentlich völlig egal, wo du herkommst. Es ist egal, ob du Deutsch bist, ob du Ausländer bist. Es ist egal, ob du aus dem Muslimischen kommst oder aus dem Hinduismus. Es ist egal, ob du früher Humanist warst oder Esoteriker. Das, was früher war, ist egal. Ja? Es geht nicht mehr um deine Vergangenheit. Ja, sie ist da, ja, du hast es durchgelebt. Gott wird bestimmt das alles gebrauchen für den Dienst, den er für dich hat, für die Aufgaben, die er für dich hat. Aber das ist nicht mehr wichtig. Ja? Das ist auch keine Ausrede mehr. Das ist auch keine Ausrede mehr für andere, dich irgendwie abzulehnen in der Gemeinde. Ja? Es gibt so, es passiert tatsächlich, dass Leute, die irgendwie ein schweres Leben gehabt haben, in der Gemeinde abgelehnt werden. Weil so wie du, was du alles gemacht hast, das, du kannst jetzt nicht mehr das und das machen. Ja? Wir vertreiben mehr Leute damit wie sonst was. Ja? Hier steht, es ist egal. Es ist auch egal, ob du ein Knecht bist oder ein Freier, ob du ein Geschäft hast mit 100.000 Angestellten oder ob du einer von diesen Angestellten bist. Das ist egal. Weder unsere Herkunft, unsere ethnische Herkunft, noch unsere soziale Stellung, noch unsere Bildung hat irgendeine Auswirkung auf unseren Stand, den wir in Jesus Christus haben. An der anderen Stelle sagt Paulus auch noch, es ist nicht Mann und Frau. Also das ist genauso egal. Wir sind Kinder Gottes. Amen. Wir haben alle den gleichen Vater. Und wir haben alle die gleichen Bildungsmöglichkeiten, nämlich wir haben eine Bibel. Und daraus können wir lernen. Ja? Es geht vor allem um Christus. Er ist unser Haupt. Okay. Es geht weiter. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Also es geht wieder um Anziehen, ne? Es geht wieder darum, dass wir etwas anziehen, dass wir etwas aktiv tun. Ja? Und jetzt ist noch dieses ganz wichtig: Gottes Auserwählte, Heiligte und Geliebte. Das ist ein Status, der ist unfassbar wunderbar. Ja? Vorher waren wir vielleicht ungeliebte Kinder. Vorher waren wir vielleicht abgelehnt. Vorher waren wir vielleicht Sünder ohne Ende. Ja? Aber jetzt sind wir auserwählt von Gott. Er hat uns erwählt, nicht wir ihn. Wir haben ja gesagt, aber er hat uns rausgepickt aus der Welt. Wir sind Gottes Auserwählte. Wir sind geheiligt. Unsere Sünden sind nicht einfach nur vergeben, sie sind weg. Und auch diese sündige Natur ist am Kreuz gestorben. Wir müssen das nicht mehr machen. Wir sind heilig. Wir sind nicht mehr ich bin ein armer Sünder. Ja, wenn du dich selber als armer Sünder ansiehst, dann wirst du sündigen. Wenn du dir jeden Tag sagst, ich bin so ein armer Sünder, wie kann ich denn das jetzt nur schaffen, nicht zu sündigen? Ich bin doch so ein Sünder. Hey, ich glaube, das ist klar, du wirst sündigen. Aber wenn du aufhörst und sagst, ich bin geheiligt, ich bin heilig, ich werde heute geheiligtes Leben leben, weil ich bin heilig, dann wird die Sünde es ziemlich schwer haben, dich wieder zu verführen. Und der Teufel wird sich an dir die Zähne ausbeißen. Das ist deine Identität, du bist heilig. Und wenn du dir das sagst, dann hast du einen viel besseren Stand, wenn da mal wieder die Sünde anklopft und sagt, hallo, kommst du mal wieder her? Ja, dann kannst du sagen, sorry, wir haben nichts miteinander gemeinsam. Aber wenn du so ein armer, kleiner Sünder bist, der es alles nicht verdient hat, und dann kommt die Sünde, dann, ja. Wir sind Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Und aus dieser Position her fällt es uns doch viel leichter, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut anzuziehen. Oder? Weil das ist das, was jetzt passt. Ja?
Das Gegenteil wäre Gehässigkeit. Das passt zum alten Menschen. Unfreundlichkeit. Stolz. Überheblichkeit. Ungeduld. Garstigkeit. Rücksichtslosigkeit. Das sind die Sachen, die wir ausgezogen haben mit dem alten Menschen. Die stehen uns nicht mehr. Es gibt so Sachen, die trage ich nicht mehr, weil sie nicht mehr zu meinem Körper passen. Ja? Mein Körper verändert sich, ich werde älter. Ja? Und nicht nur mein Körper verändert sich, auch ich fühle mich darin nicht mehr wohl. Ich könnte das vielleicht noch anziehen, aber es fühlt sich nicht mehr richtig an. Und genauso ist das hiermit. Es fühlt sich nicht mehr richtig an, gehässig zu sein. Es fühlt sich nicht mehr richtig an, die Kassiererin anzupampen, weil sie irgendwas falsch gemacht hat. Es fühlt sich nicht mehr, man fühlt sich nicht mehr wohl da drin, stolz und überheblich zu sein. Weil das ist, was wir mit dem alten Menschen ausgezogen haben. Und der neue Mensch ist so bekleidet. Wenn du weißt, du bist geliebt, ja? Wenn du weißt, du bist auserwählt, wenn du weißt, du bist heilig, dann ist das viel einfacher, diese Dinge anzuziehen. Dann kannst du Erbarmen haben mit anderen Menschen. Dann bist du nicht verurteilend, weil du weißt, hey, ich komme daher. Ja? Dann hast du Mitleid mit den Menschen. Dann kannst du freundlich sein, weil du bist glücklich. Ja? Glückliche Menschen sind meistens freundliche Menschen. Unglückliche Menschen sind unfreundliche Menschen. Unglücklich gleich unfreundlich. Ja. Aber wenn du weißt, du bist so geliebt, aus wahrer Liebe kommt Demut. Stolz kommt, wenn du Angst hast, nicht geliebt zu sein. Wenn du weißt, du bist geliebt von dem mächtigsten Wesen des Universums, dann kannst du einfach demütig sein. Jesus war demütig. Er sagt, komm zu mir, lern von mir, ich bin von Herzen demütig. Er war der Sohn Gottes, der an dem Gott wohlgefallen hat, der von Stimme aus dem Himmel kam. Ist bei dir schon mal eine Stimme aus dem Himmel gekommen? So ganz laut mit Lautsprecher? Nee. Aber bei Jesus war das so. Jesus ist jetzt nicht übergekackt und ist überheblich geworden und hat auf alle nur runtergeguckt. Weil er sich geliebt gewusst hat. Weil er wusste, wer er ist. Weil wir wissen, wer wir sind, dann können wir das tun. Wir können wirklich sanftmütig sein. Sanftmut heißt, ich muss nicht immer für mich kämpfen. Sanftmut heißt, ich muss nicht jeden Kampf selber auskämpfen, sondern ich kann auch mal sagen, okay, vielleicht habe ich Unrecht. Okay, mir wird vielleicht jetzt Unrecht getan, aber ich weiß, Gott wird dafür sorgen, dass mir das nicht wirklich schadet. Das ist Sanftmut. Sanftmut macht dich nicht zu einem Waschlappen, der jedem Konflikt aus dem Weg geht. Es gibt Konflikte, da musst du stehen, da musst du sagen, hey Leute, aber wie du stehst, da gibt es Unterschiede. Ja? Du kannst so stehen, ja? Oder du kannst so stehen und sagen, ja, ich weiß, es gefällt euch nicht, aber. Ja? Du kannst trotzdem freundlich sein. Ja, man muss nicht unfreundlich werden, nur weil man eine andere Meinung hat. Man muss nicht unfreundlich sein und garstig sein und intrigieren, nur weil man irgendwas erreichen will. Wir haben Gott. Ja? Und wenn du ungerecht behandelt wurdest, Jesus wurde auch ungerecht behandelt. Du wolltest ihm nur ähnlicher werden, oder? Ich meine ja nur. Ja? Jesus wurde ständig ungerecht behandelt. Wenn die Pharisäer mal wieder gesagt haben, er hat einen Dämon oder sowas, da hat schon gesagt, nö Leute, das stimmt nicht. Aber der ist nicht auf die losgegangen. Hat sie verprügelt. Als sie ihn festgenommen hat, hätte er eine ganze Legion Engel holen können. Hat er nicht gemacht. Er hat Gott vertraut. Und das brauchen wir. Langmut ist Geduld.
Geduld, Geduld, Geduld. Ja? So oft gibt Gott uns eine Aufgabe oder gibt Gott uns ein Ziel oder wir setzen uns selber ein Ziel und nach 3 Tagen haben wir keine Lust mehr. Nach 3 Tagen wird das ungemütlich. Nach einer Woche oder nach, sagen wir mal, einem Jahr macht das nicht mehr so tollen Spaß. Ist das nicht mehr so toll, super. Ja? Geduld und Langmut brauchst du nicht nur, wenn du mit kleinen Kindern zu tun hast oder mit alten Leuten oder mit Leuten, denen du irgendwas beibringen musst. Das brauchst du auch für dein eigenes Leben. Wenn die Fortschritte, die du machen möchtest, nicht sofort am nächsten Tag da sind. Ja? Wenn du nicht sofort am nächsten Tag 10 Kilo abgenommen hast, wenn du anfängst, eine Diät zu machen. Wenn die Muskeln, meine Muskeln seit Corona, ich bin so schwach und ich trainiere und ich denke dann immer so, es funktioniert nicht. Ja? Es funktioniert nicht mehr so wie früher, wo ich mal eben 6 Wochen nichts tun brauche. Wenn ich 6 Wochen nichts mache und dann wieder ein bisschen trainiere, dann ist das alles wieder da. Ich brauche jetzt sehr viel mehr Geduld mit meinem Körper, als ich 30 war. Ja? Und ich sage euch, das wird nicht besser. Ja, wir müssen Geduld haben, auch mit uns selber. Ja, aber auch mit Projekten, die wir angefangen haben. Ja, so wie, ich werde jetzt jeden Tag ein christliches Buch lesen. Ich werde jeden Tag in der Bibel lesen. Das schaffe ich. Aber vielleicht schafft einer von euch das nicht, ja? Das machst du dann 3 Tage und dann kommt was dazwischen und denkst, ich schaffe das sowieso nicht. In der englischen Übersetzung steht nicht Geduld, sondern es steht Perseverance. Und Perseverance ist Ausdauer. Ja, und ich habe das nachgeguckt, das griechische Wort, das heißt das alles. Geduld, Ausdauer, Langmut. Ja? Also auch Geduld und Langmut und Ausdauer müssen wir anziehen. Das ist etwas, was der Heilige Geist uns gerne geben möchte. Das ist auch eine der Früchte des Heiligen Geistes. Aber er drückt uns das nicht auf. Wir müssen es praktizieren. Ja? Und wenn du das nächste Mal ein Projekt hast und nach ein paar Tagen, das funktioniert nicht so toll und du denkst, ich will nicht mehr, dann denk dran. Zieh doch einfach mal ein bisschen von deiner Ausdauer an. Ja, sag mal, sprich das mal aus. Ja? Ich bin auserwählt, ich bin geliebt und ich bin heilig und ich ziehe jetzt meine Ausdauer an. Und ich mache jetzt weiter. Auch wenn ich 2 Tage ausgesetzt habe, am 3. Tag mache ich wieder weiter. Versuch das mal, einfach dran zu bleiben. Weil ohne dranbleiben kannst du alles vergessen. 13. Ertragt einander und vergebt einander. Oh nö. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Ist also nichts Neues, dass die Leute in der Gemeinde nicht perfekt sind. Och, und ich dachte, wenn ich jetzt in die Gemeinde gehe, das sind alle perfekt und keiner tut mir mehr weh. Ich dachte, in der Gemeinde sind doch alle so nett. Ich dachte, in der Gemeinde gibt es keine Konflikte. Ich dachte, christliche Leiter tun nie, niemals irgendwas falsch. Das ist doof. Das stimmt ja gar nicht. Ich gehe wieder. Wie viele Leute gehen überhaupt nicht mehr in irgendeine Gemeinde, weil sie verletzt wurden in der Gemeinde? Jetzt denk mal darüber nach. Wer von euch ist schon mal auf dem Arbeitsplatz verletzt worden? Werden sich die meisten wahrscheinlich melden, weil auch Chefs und Kollegen sind nicht perfekt. Okay, ich gehe nie wieder arbeiten. Mein Chef hat mich geärgert, ich gehe nie wieder arbeiten, ich kündige. Ja. Es gibt Leute, die tun das. Und rate mal was, der nächste Chef wird das Gleiche tun. Meine Kollegen sind gemein zu mir gewesen. Ich kündige. Und ja, es gibt Momente, da musst du sagen, okay, das geht hier gar nicht mehr.
ich gehe. Ja? Gibt es auch bei Gemeinden. Ja? Aber im Allgemeinen ist das so, wenn in der Gemeinde jemand wehtut, dann ist man völlig entsetzt und geht, weil die Gemeinde nicht perfekt ist, und bleibt dann lieber zu Hause und guckt YouTube. Hallo? Oder man sucht sich eine andere Gemeinde, wo es perfekt ist. Oder man sitzt zwar in der Gemeinde, aber man lässt bloß niemanden mehr an sich ran. Auf deiner Arbeitsstelle tust du das nicht. Da sagst du nicht, okay, Chef hat jetzt einmal Blödsinn gemacht, ich gehe jetzt. Also meistens nicht. Ja? Weil das brauchst du ja, du musst ja Geld verdienen. Ne? Und es ist ja klar, dass man da auch mal verletzt wird. Das sind ja alles nur Menschen. Christen sind keine Menschen, nein. Wir vergessen, dass die Gemeinde aus zerbrochenen Menschen besteht, die alle genauso aus dem Müll gerettet wurden, wie wir. Ja? Die Verletzungen haben, die unbearbeitete Zeugs im Kopf haben. Und es ist normal, dass man da auch mal sich gegenseitig verletzt, genau wie in der Familie. Du sagst ja meistens auch nicht deinen Kindern, oder deinen Ehepartner oder deinen Geschwistern oder deinen Eltern, ihr habt mir jetzt wehgetan, ich will euch nie wiedersehen. Doch eher selten, oder? Es gibt Familien, da ist das tatsächlich irgendwann mal so gelaufen und das ist furchtbar schade, das ist furchtbar traurig. Aber im Allgemeinen ist man dann schon eher bereit, in der Familie zu sagen, okay, Schwamm drüber. Ja? Sollte man zumindest. Und dass Paulus das sagen musste, dieser Gemeinde, bedeutet, dass das komplett normal ist. Dass man sich gegenseitig auch mal wehtut. Ja? Und dass es Dinge gibt an anderen, die du ertragen musst. Ja? Nicht jeder in der Gemeinde hat die gleiche Chemie wie du. Nicht jeder in der Gemeinde redet die gleiche Sprache wie du. Von Herz zu Herz. Nicht jeder in der Gemeinde, du musst nicht jeden in der Gemeinde total mögen, ja? Aber du musst ihn ertragen. Und für alle, die jetzt vielleicht auf YouTube zuschauen und sagen, ja, ich bin aus der Gemeinde rausgegangen, weil ich wurde verletzt, es tut mir furchtbar leid, dass du verletzt wurdest. Und ich weiß, es ist manchmal wirklich schlimm. Aber schreib doch deshalb bitte, bitte nicht den gesamten Leib Christi ab, ja? Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Es ist wichtig, dass wir nicht nur alleine zu Hause sitzen und uns ein Video angucken mit einer Lehre. Das ist zwar auch schön und gut, ja, aber wir brauchen auch Gemeinschaft. Wir brauchen auch dieses Aneinanderreiben. Ja? Wir brauchen das, dass jemand eine andere Meinung hat. Wir brauchen, dass jemand uns herausfordert. Ja? Dass jemand so komplett eine andere Meinung hat, dass wir echt wirklich mal über unsere nachdenken müssen. Ja, dass jemand einen Lebensstil hat, wo wir denken, wow, ja, das verstehe ich nicht. Musst du auch nicht verstehen. Paulus sagt doch nicht, ich verstehe das alles. Paulus sagt, ertragt einander. Ertrage das, dass du das nicht verstehst. Ertrage das, dass die eine andere politische Meinung haben. Ertrage das, dass die vielleicht grün wählen oder links wählen oder was weiß ich was. Ist eigentlich wurscht, ja? Solange sie nicht einen Satanskult anhängen oder irgendwas total gegen das Wort Gottes tun, ertragt das einfach. Ja, es gibt Leute, die sind einfach schwer zu ertragen. Ja? Und man muss sich vielleicht auch manchmal ein bisschen schützen oder sagen, okay, also das reicht jetzt, ja? Ich muss jetzt mal mit jemandem anderen zusammensitzen und Kaffee trinken nach dem Gottesdienst. Ja? Man darf da schon auch Grenzen setzen. Aber die Tatsache, dass Paulus das schon geschrieben hat, und er ist ja nicht der Einzige, ist auch nicht die einzige Stelle. Ja? Schon die Jünger von Jesus haben sich doch gestritten, oder? Wer ist der Größte? Yeah. Ja? Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Fragt Paulus, Petrus. Ja? 7-mal, reicht das? Am Tag. Überleg dir das mal. Die sind sich 7-mal am Tag gegenseitig auf die Füße getreten. Ja? Gut, ich meine 12 Typen. Testosteron. Ja? Alle auf einmal, alle auf einen Haufen.
kannst du dir vorstellen, dass die nicht immer, wer macht jetzt den Abwasch? Ja? Oh, irgendwann kamen die Frauen, juhu, die Frauen machen jetzt den Abwasch. Klasse, genial. Ja? Aber ich meine nur, es ist normal. Wenn du keinen Streit haben willst, wenn du keine Leute um dich herum haben willst, die dich nerven, tja, dann musst du wohl irgendwo auf eine einsame Insel ziehen. Denn da bist du dann alleine. Da ärgert dich niemand mehr, da musst du niemandem mehr vergeben, da musst du niemanden mehr ertragen. Aber solange wir irgendwo in der Gesellschaft sind und in der Gemeinde sind, wird das passieren. Und Paulus zieht dir gleich den Zahn, dass du denkst, das mache ich nicht. Das, was die getan haben, das kann man nicht vergeben. Das war so schlimm. Er sagt, so wie Christus dir vergeben hat, so darfst du auch vergeben. Ja? Ich meine, das ist immer wieder Thema. Jesus sagt, wenn ihr dem anderen nicht ihre Verfehlung vergebt, dann wird der Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Und natürlich hast du nie was falsch gemacht, das ist schon klar. Aber vielleicht doch. Ja? Vielleicht brauchtest du die Vergebung durch Christus. Ich meine, er hat den Leuten vergeben, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Noch irgendwelche Fragen? Ja? Noch irgendwelche Ausflüchte, warum du nicht vergeben brauchst? Ja? Und ja, es gibt Fälle, da heißt vergeben nicht wieder neu vertrauen. Ja? Wenn dich jemand missbraucht hat, seelisch, geistig, körperlich, wie auch immer, dann musst du dem vergeben. Aber du musst ihm nicht wieder vertrauen. Du musst mit diesem Mann oder mit diesem was auch immer nicht mehr abends ausgehen, wenn er dich schon mal begrapscht hat. Musst du nicht, ja? Aber du musst ihm vergeben. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Das ist unsere Kleidung. Vergebensbereitschaft. Und je schneller du das machst, desto besser wird es dir gehen. Ja? Du musst auch nicht jedes Mal zu anderen Personen rennen und sagen, ich vergebe dir. Das kannst du bei einem Offenstreit machen, aber nicht, wenn der andere vielleicht noch nicht mehr weiß, dass er dir wehgetan hat. Je früher du diese Kleidung der Vergebung anwendest, desto besser geht es dir, desto gesünder bist du und desto fröhlicher bist du, desto besser geht es dir und desto näher bist du Gott. Ja, also Jesus sagt zu Petrus 70 Mal. Kannst du jetzt mal ausrechnen, wie viel du dazu vergeben hast? Ja? Das ist ständig. Ja? Je nachdem, wo du arbeitest, musst du das da auch ständig. Ja? Je nachdem, welche Familie du da hast, was deine Kinder so treiben, musst du das auch ständig. Und in der Gemeinde musst du das auch. So, eigentlich geht diese Predigt noch weiter. Aber ich glaube, ich verschiebe das auf nächste Woche, weil da kommen noch ein paar unheimlich coole Verse in diesem Kolosser 3. Aber ich sehe, ich habe mir eine Uhr hingelegt. Ich sehe, ich glaube, für heute habt ihr genug Mode-Tipps von Paulus gekriegt. Und ich finde, wir sollten vielleicht noch zum Schluss nochmal zusammen beten. Wer möchte, legt die Hand aufs Herz und spricht nach. Vater, ich danke dir, dass du mich auserwählt hast, dass du mich liebst und dass ich geheiligt bin. Ich danke dir, dass der alte Mensch am Kreuz gestorben ist und dass ich ihn ausziehen kann und schon ausgezogen habe. Und ich danke dir, dass ich täglich den neuen Menschen anziehen kann. Dass ich dir immer ähnlich werden darf. Danke, dass meine Vergangenheit keine Macht mehr über mich hat. Danke, dass ich Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut anziehen darf. Danke, dass ich all diese guten Gaben Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut anziehen darf, täglich. Danke, dass mir das zusteht, so bekleidet zu sein. Danke, dass du mir hilfst, zu vergeben. Immer wieder, weil du mir vergeben hast. Hilf mir, das zu leben, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen.
So, bleibt schön gesund. Genießt die wunderbare Sonne da draußen. Beschwert euch nicht, dass es zu warm ist. Wir haben es lange noch kalt. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Seid gesegnet. Tschüssi.